Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euphat & Co. Heute haben wir mal wieder etwas ganz Besonderes aus dem Hause Seiko für euch. Und zwar hat Seiko vor kurzem die Limited Editions aus der Serie Black Series präsentiert. Und hiervon wollen wir euch heute einmal die neue Sumo vorstellen. Es dreht sich heute also alles um die Seiko Prospects Divers Black Series Limited Edition SPB 125. Falls euch das Video gefällt, dann lasst uns doch bitte einfach ein Abo oder einen Daumen da. Und ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß bei dem Video. So, und dann haben wir die Schönheit vor uns. Natürlich zuallererst unverkennbar das Sumo-Gehäuse. Absolut spitze. Es fällt natürlich direkt auf, dass wir hier ein schwarzes Gehäuse haben. Dieses ist in diesem Fall aus Edelstahl und mit schwarzer PVD-Beschichtung. Und was man sagen kann, ist, dass die Beschichtung extrem dick geworden ist. Also wir haben hier keine empfindliche Beschichtung, sondern wirklich schön einen dicken Auftrag, sodass wir hier auch lange und ohne Beschädigung was von der Uhr haben. Kommen wir doch zu ein paar Fakten. Also es handelt sich hierbei, wie gesagt, um eine Limited Edition. Diese ist weltweit auf 7000 Stück limitiert. Laut gewissen Quellen gibt es in Deutschland nur um die 125 Stück auf dem Markt. Das ist natürlich wirklich überschaubar. Tatsächlich sind unsere, die wir bekommen haben bzw. erhalten werden, bereits ausverkauft. In der Werksauslieferung wird dieses Modell dann natürlich auch in einer Special Edition Box kommen. Das heißt, die Box, die wir jetzt hier zum Review genutzt haben, ist natürlich nur symbolisch. Das Ganze kommt natürlich noch in einer sehr schönen, passenden schwarzen Box und rundet das Paket optimal ab. So, wir haben hier natürlich weiterhin ein Gehäusedurchmesser von 45 mm. Die bekannten Wölbungen, wie schon gesagt, eine drehbare Lünette. Mit Aluminium-Inlay und wie man sehen kann, haben wir hier natürlich auch eine entsprechende Rasterung. Wir haben hier 30% in Grau gehalten und 70% in Schwarz. Das Zifferblatt wird natürlich geschützt durch ein kratzfestes Saphirglas und bestückt ist das Ganze hier natürlich passend mit einem schwarzen Rubberstrap. Mündend in eine ebenfalls schwarz beschichtete Dornschließe. Der Gehäuseboden ist natürlich verschraubt. Wir haben hier noch einmal das Prospects-Logo und natürlich die Limitierungszahl eingraviert. Was schön ist, natürlich auch komplett in schwarz gehalten. Auf der 4-Uhr-Position haben wir eine verschraubte Krone. Bei diesem Modell ist weiterhin das Kaliber 6R35 verbaut. Dieses bietet bis zu 70 Stunden Gangreserve und lässt sich, wie man sehen kann, hier butterweich einstellen. Das Datumsfenster perfekt abgesetzt in weiß, somit hat man nochmal einen erhöhten Kontrast. Wie es sich für einen Diver gehört, haben wir natürlich auch Leuchtmasse verbaut. Alle Zeiger sowie Indizes leuchten natürlich. Auch nach dieser kurzen Leuchtdauer bereits nachleuchtend. Wirklich optimal. In dem Zuge würde ich sagen, schauen wir uns auch einfach mal die Gehäusemaße an. Und da kommen wir handgemessen auf 45,2 mm im Durchmesser. Die Gehäusehöhe beträgt 13,3 mm. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch noch den Hornabstand an. Und da kommen wir auf 51,7 mm. So, dann schauen wir uns in dem Zuge auch nochmal das Gewicht der neuen Sumo an.
und da kommen wir auf 128,56 Gramm. So, nun habe ich das Modell auch noch einmal für euch angelegt. Also ich habe hier selber einen Handgelenksumfang von 18 bis 18,5 cm. Und wer schon mal eine Sumo am Arm hatte, weiß, wie gut die einfach am Arm liegen. Optimal. Und jetzt gerade einfach in dieser Kombination mit dem Schwarz. The Black Series gefällt mir sehr gut. Schade natürlich, dass so wenige Modelle nur nach Deutschland kommen. Ansonsten wäre man dann vielleicht auch einmal schwach geworden. So, und das war es jetzt schon zu unserem Video zu der neuen Seiko Sumo SBB 125 Limited Edition. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen und wir konnten euch einen kleinen Einblick zu dem Modell verschaffen. Falls ihr Näheres dazu wissen wollt, könnt ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.